Vielleicht hast du dich ja schon mal gefragt, was die Profis so für Aktien kaufen. Ich persönlich bin zwar kein Copy-Trader, der einfach die Käufe von erfolgreichen Investoren nachkauft, aber man kann sich ja mal anschauen, was die Profis so für Aktien kaufen und vielleicht findet man ja ein paar interessante Aktien, die in das eigene Depot passen könnten. Und tatsächlich habe ich so drei super interessante Aktien gefunden, die ich dir heute vorstellen möchte. Doch woher soll man wissen, welche Aktien die Investmentmanager kaufen? Das ist ehrlich gesagt ganz einfach. Dank des 13F-Formulars müssen Investmentmanager in den USA, die ein Aktienvermögen von mindestens 100 Millionen US-Dollar verwalten, ihre Position quartärlich offenlegen. Man kann sich die Formulare entweder mühsam selber raussuchen oder man geht auf verschiedene Internetseiten, die diese Infos sehr schön und übersichtlich darstellen. Dataroma ist so eine Seite und bietet dir alle Informationen zu Transaktionen, zu den wichtigsten und ja besten Investmentmanagern. Mein Name ist Benedikt und heute möchte ich dir drei potenzielle Multi-Bagger-Aktien vorstellen, die das Zeug haben, sich in den nächsten Jahren zu vervielfachen. Fangen wir direkt an und nun viel Spaß bei dem Video. Die erste Aktie heißt New Holding und ist ein lateinamerikanisches Fintech-Unternehmen. Im letzten Quartal hat die Berkshire Hathaway, also die Investmentgesellschaft von Warren Buffett, in diese Aktie investiert. Ja, Ende Dezember hat die Investition einen Wert von über 1 Milliarde US-Dollar gehabt. Im Verhältnis zum Gesamtdepot der Berkshire Hathaway macht das zwar nicht so viel aus, aber 1 Milliarde Dollar steckt man nicht mal so eben in irgendeine Aktie, wenn man nicht von dieser überzeugt ist. Vorweg, die Aktie ist keine typische Value-Aktie, sie schreibt keine Gewinne, hat einen negativen Cashflow und ein Kursumsatzverhältnis von 40. Klingt erstmal eher nach einer typischen Wachstumsaktie und passt nicht so richtig in das Beuteschema des Value-Investors. Aber Value-Investing bedeutet ja auch nicht, dass man nur in Aktien mit einstelligen KGVs investiert. Da wird die Value-Strategie aus meiner Sicht auch ja von vielen falsch verstanden. Es geht einzig darum, Aktien zu finden, die deutlich unterbewertet sind. Und natürlich können auch stark wachsende Unternehmen ohne Gewinn selbstverständlich unterbewertet sein. Im Umkehrschluss gehe ich davon aus, dass Warren Buffett die Aktie als unterbewertet einstuft. Neben der Investmentgesellschaft von Warren Buffett sind hier auch weitere namhafte Gesellschaften wie Sequoia, Tencent und Tiger Global in die Wachstumsaktie eingestiegen. Die Profis scheinen also sehr viel Potenzial in dieser Aktie zu sehen. Doch was macht die New Holding überhaupt? Zu der New Holding gehört die innovative Nubank. Die Nubank ist ein brasilianisches Fintech-Unternehmen, das eine digitale Banking-App anbietet. Mit der Banking-App hat die Nubank die Bankenszene in Brasilien und anderen Teilen Lateinamerikas stark verändert, indem sie ja den Verbrauchern grundlegende Finanzdienstleistungen zu sehr guten Konditionen anbietet. Zu den Leistungen gehören dann Sparkonten, Kreditkarten, Kredite, Lebensversicherung und Anlageprodukte. In den letzten Jahren war die Nubank sehr erfolgreich mit dieser Strategie und konnte ein tolles Kundenwachstum verzeichnen. In 2021 stieg die Kundenanzahl um 62%. Das ist natürlich sehr stark und ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass die Aktie derzeit sehr teuer bewertet ist. Die Nubank kann unter anderem so stark wachsen, weil sie ja neue Kunden sehr günstig gewinnen kann. So liegt die Neukundenakquise gerade einmal bei 5 Dollar je Aktie. Das ist viel günstiger im Vergleich zu anderen Banken oder anderen Fintech-Unternehmen. Allerdings sollte man auch ein paar Risiken im Fokus haben. Im südamerikanischen Raum hat die Nubank auch sehr starke Konkurrenz, denn auch die Fintech-Sparte von Mercado Libre wächst sehr stark und könnte das Wachstum der New Holding ausbremsen. Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Nubank hier mittelfristig durchsetzen wird. Wer hier auf eine interessante Wachstumsstory wetten möchte, der ist hier genau richtig. Zum Tenberger wird es allerdings wohl nicht reichen. Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 34 Milliarden US-Dollar gibt es aber durchaus noch Luft nach oben. Mir ist die Aktie auf den ersten Blick auf jeden Fall zu teuer. Ich bin aber jetzt nicht zu tief in die Bewertung eingestiegen und kann jetzt nicht genau nachvollziehen, was Warren Buffett in dieser Aktie sieht. Bei vielen anderen Aktien sehe ich derzeit ein deutlich besseres Chancen-Risiko-Verhältnis. Da werde ich mir die Aktie sehr wahrscheinlich nicht ins Depot holen. Kommen wir zur nächsten Aktie und zum nächsten Profikauf. Diese Aktie haben sich zum Beispiel Lone Pine Capital und auch das Tiger Global Management ins Portfolio geholt. In den letzten 3 Jahren konnte ja Lone Pine Capital eine jährliche Rendite von ca. 39% erzielen. Somit konnte die Investmentgesellschaft den S&P 500 locker schlagen. Und auch das Portfolio von Tiger Global konnte ja den amerikanischen Leitindex ohne Probleme hinter sich lassen. Schaut man sich die beiden Portfolios an, dann sieht man sofort, dass diese sehr stark auf innovative Tech-Aktien ausgerichtet sind, darunter Software, Cloud, Fintech und auch E-Commerce-Aktien.
Viele davon habe ich auch ebenfalls im Depot und kann mir sehr gut vorstellen, welche Strategien mit den Portfolios verfolgt werden. Beide Gesellschaften haben auch im letzten Quartal eine gemeinsame Aktie gekauft. Das finde ich schon mal besonders interessant, ja, wenn genau ja, zwei erfolgreiche Investmentgesellschaften in die gleiche Aktie investieren. Natürlich sollte man die Aktien jetzt nicht einfach blind kaufen, nur weil zwei erfolgreiche Investmentfondsgesellschaften in diese Aktie investiert haben. Ich persönlich führe auch immer meine eigenen Recherchen und Analysen vor einem Kauf durch. Das solltet ihr übrigens auch immer machen. Schauen wir uns nun also mal die Aktie etwas genauer an. Die Aktie heißt Confluent und das Geschäftsmodell ist leider nicht so einfach zu verstehen. Ich versuche das Geschäftsmodell aber mal ganz kurz und verständlich zu erklären. Bei Confluent geht es um Datenströme und Dateninfrastruktur. Confluent bietet eine Cloud-Software an, mit der man Datenströme analysieren und verwalten kann. Immer mehr Unternehmen nutzen ja cloudbasierte Anwendungen und Apps, um Dienstleistungen und Produkte anzubieten. Man muss sich nur einmal vorstellen, wie viele Datenflüsse bei einer App wie beispielsweise bei Uber täglich hin und her fließen. Echtzeitdaten über die verfügbaren Fahrzeuge, GPS-Daten, Echtzeitpreise, Bezahlungen, Bewertungen und vieles mehr. Und genau hier kommt Confluent ins Spiel. Das Unternehmen bietet Echtzeitzugriff auf alle wichtigen Daten und um das zu gewährleisten, braucht es auch eine spezifische oder spezielle Datenbasisinfrastruktur. Confluent bietet neben der Software auch genau diese spezielle Cloud-Infrastruktur für große und dynamische Datenmengen an. Zu den Kunden zählen übrigens ja unter anderem Netflix, PayPal, Block und auch Domino's. An dieser Stelle muss ich zugeben, dass das Geschäftsmodell nicht so einfach zu greifen ist. Vielleicht fehlt mir auch persönlich der IT-Background, aber ich kann nicht abschätzen, wie stark sich die Nachfrage nach so einem Geschäftsmodell in der Zukunft entwickeln wird und ob es nicht bessere Alternativen auf dem Markt gibt. Ich erinnere an die Regel Nummer 1 beim Investieren: Investiere nur in etwas, das du auch verstehst. Würde ich also in diese Aktie investieren, wäre es für mich zum aktuellen Zeitpunkt pures Zocken. Auch wenn ich das Geschäftsmodell nicht vollständig verstehe, scheint es aber sehr gut zu funktionieren. In 2021 konnte man den Umsatz um starke 64% im Vergleich zum Vorjahr steigern. Der gesamtadressierbare Markt wird aktuell auf 50 Milliarden Dollar beziffert. Bis 2024 soll der Markt zudem jährlich um 22% pro Jahr wachsen. Hier steckt also durchaus noch sehr viel Wachstumspotenzial und das Unternehmen ist für mich ein potenzieller Multibagger. Das Unternehmen ist ja wie zu erwarten noch nicht profitabel und wird derzeit zum 21-fachen des Umsatzes je Aktie gehandelt. Das ist schon fast günstig im Vergleich zum letzten Jahr. Hier wurde die Aktie teilweise mit einem KUV von 60 gehandelt. Das ist natürlich auch viel zu teuer. Aber hier ist Confluent ja auch nicht die einzige Aktie, die erst extrem gestiegen ist und dann wie ein Klappstuhl zusammengeklappt ist. Ich müsste die Aktie selber nochmal in Ruhe bewerten, aber auf den ersten Blick ist mir die Aktie derzeit zu teuer. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Aktie haltet. Eine interessante Aktie möchte ich euch noch vorstellen. Auch diese Aktie ist eine Wachstumsrakete mit Multibagger-Potenzial. Auch hier haben verschiedene Investmentgesellschaften zugegriffen, darunter auch wieder das Tiger Global Management. Die Lone Pine Capital hingegen hat hier 100% der Anteile an dieser Aktie verkauft. Hier scheinen die Meinungen der beiden Investmentgesellschaften wohl auseinanderzugehen. Schauen wir uns die Aktie doch einfach mal genauer an. Cooper Software bietet eine sogenannte Business Spend Management Lösung an. Mit dieser cloudbasierten Plattform sind Kunden und Lieferanten direkt miteinander verbunden. So können Geschäftskunden besonders einfach Bestellungen aufgeben und auch empfangen. Das Tool umfasst hier sehr viele Funktionen wie die Bestellung, die Rechnungserstellung und schlussendlich auch die Zahlung der Bestellung. Mit dem Programm Cooper Advantage haben Unternehmen Zugriff auf ein Unternehmensnetzwerk und so können Unternehmen auch unternehmensübergreifend Bestellungen bündeln. Mit den Sammelbestellungen können so Rabatte und bessere Konditionen erzielt werden. Um es kurz zu fassen, Cooper ist eine cloudbasierte Software, die vom Einkauf in einem Unternehmen genutzt wird. Genau das, was Salesforce für den Vertrieb ist, das ist Cooper Software für den Einkauf. Beide bieten neben den Kernfunktionen zusätzliche Leistungen an, die auch in anderen Unternehmensbereichen wie der Buchhaltung oder dem Finanzwesen genutzt werden. Cooper fügt sich also sehr gut in diese cloudbasierte Unternehmenssoftwarelandschaft ein und würde auch sehr gut in mein Portfolio passen, das sehr auf die digitale Transformation konzentriert ist. Laut Gartner ist Cooper im Bereich für automatisierte Beschaffungslösungen klarer Marktführer. Das Geschäft läuft auch sehr gut. In den letzten 2 Jahren konnten die Abo-Umsätze um starke 37% pro Jahr gesteigert werden. Mit einem 11er KUV ist das Unternehmen historisch gesehen fair bewertet und der aktuelle Preis könnte langfristig gesehen ein guter Einstieg in diese Aktie sein. Das Free Cashflow Ratio ist mit 70 zwar sehr teuer, aber ich bewerte es eher positiv, dass die Aktie überhaupt einen positiven Cashflow hat. Aber den Free Cashflow sollte man auch nicht zu hoch bewerten, denn was mich persönlich an dieser Aktie etwas stört, das sind die sehr hohen
aktienbasierten Vergütungen, die zu sehr hohen Verlusten führen. So beträgt die operative Marge minus 30%. Das tut auf jeden Fall weh, minus 30%. Hier muss die Aktie noch einiges tun, um profitabel zu werden. Also einen faden Beigeschmack hat diese Wachstumsstory auf jeden Fall. Langfristig gesehen sind aber auf jeden Fall sehr gute Kursgewinne mit der Aktie aus meiner Sicht möglich. Lasst mich gerne wissen, ob ihr schon eine dieser Aktien im Depot habt. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, was die Profis so für Aktien kaufen. Confluent werde ich mir auf jeden Fall nochmal genauer anschauen, da es ja sozusagen ein Schaufelherstellerunternehmen für datenintensive Cloud-Unternehmen ist. Auch die Cuper Software finde ich sehr interessant und ja, wandert auf jeden Fall auch auf meine Watchliste. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Gerne stelle ich noch weitere Profikäufe vor. Wie immer natürlich vielen Dank fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal.